Also wir haben jetzt wieder keinen Platz für das. Halt, wir brauchen ja sowieso nicht die Kanalisierungsgeschichte. Wo ist es? Wo ist es? Kristallzauberwaffe. Nein, braucht 25 Intelligenz. Wir sind zu dumm. Das darf nicht wahr sein, ey. Oh Mann, wir sind viel zu dumm dazu. Wir sind außerdem schon in Stufe 83. Okay, das ist eigentlich relativ. Normalerweise können wir das Spiel jetzt schon durchspielen. Auf der Stufe, aber. Das ist ja das Tolle an Dark Souls. Es ist gar nicht so das schwerste Spiel der Welt. Denn. Naja. Man. Was muss man reparieren? Man kann sich die Zeit lassen, die man braucht. Und wir wollten den noch, wollten wir den nicht verstärken? Den, oh, genau, das geht mit Funkeltitanit. Ich glaube fast, das machen wir einfach mal. Halt, das skaliert mit. Okay, mit Intelligenz auf B. Und wir haben ja gerade gemerkt, wir sind zu dumm. Wir haben noch nicht mal 20. Das wäre eine schlechte Idee. Dann hauen wir schnell in die bodenlose Kiste. Sonst machen wir wieder einen Fehler und dann haben wir den Salat. Kanalisierer kann weg, Dämonenspeer bleibt. Okkulte Hacke hat sich bisher als richtig scheiße herausgestellt, genau wie die Feuerpartisane. Brauchen wir noch eine rote Jolle? Naja. So, was steht jetzt an? Hier sind wir eigentlich fertig. Dann wollen wir doch mal in die Kristallhöhle rennen. Naja, der oben schießt wieder. Der hat auch nichts Besseres zu tun den ganzen Tag. Sitzt da oben und ballert halt wild auf wildfremde Leute. Wild auf fremde Leute. Was hast du zu bieten? Ja, komm. Die hauen wir jetzt einfach mal weg. Ich glaube, da habe ich nämlich noch eins aufgesammelt. Moment. Ganz langsam. Ruhig. Brauchen wir ganz ruhig. Bei Waffen ist das. Das wird abgelegt. Jawohl. Das wird abgelegt. Jawohl. Und tschüss. So. Ich könnte echt mal noch ein Käffchen vertragen, langsam. Es wird Zeit. Schönes Sonntagskäffchen. Zack, zack, zack. Halt, dreimal haben wir gelernt, reicht nicht. Da haben wir gerade noch mal Glück gehabt. Eigentlich haben wir es nicht verdient, Glück zu haben. Und vor allem, wieso weiche ich. Eigentlich da auch nicht, ne? Zwei kleine, ein großer, bitte. Hallo, so schwer ist es nicht. Du kannst ja wirklich. Das kannst sogar zweimal an einer Hand abzählen. Und zwei Händen. Zehnmal. Ne, halt. Viermal. 10 Finger. Egal. Kein Rückhand. Da kommt wieder der Sprung aus dem Nichts. Aus der Tiefe des Raums. Eins, zwei. Und das muss sitzen. Zack. Und das muss kesseln. Der ist auch weg vom Fenster. Ach, warum kann es nicht immer so laufen? Aber was ich halt wirklich schade finde, ist. Das ist der Scheißdreck, den wir am Anfang gefunden haben. Der Flügelspeer. Der Supi. Und jetzt? Und den Rest kann ich mir in die Haare schmieren. Hier, Drachentöterspeer braucht kein Schwein. Der Schaden ist von Arsch. Feuerspeer, Partisane bringt auch nichts mehr. Okkulte Hacke auf Level 5 aufgebaut. Bringt nichts. Dämonenspeer. Ja, hat halt die Reichweite. Das wäre so ein. Ja, das Äquivalent zu dem hier. Noch größere Reichweite und mit ein bisschen Blitz. Der Rest. Ja, die kannst du ja wirklich sonst wo stecken. Das bringt nichts mehr. Ist das nicht irgendwie. Da ist doch irgendwie Nee oder wie oder was? Gut, Kristallhöhle. Ah, ja. Kommt das Empfangskomitee. Und wusch. Jetzt hat man verarscht. Erst den großen, dann den kleinen. Ja. Man muss auch ein bisschen flexibel sein in seinem Kampfstil. Denn, ja, nur so kann man die Gegner überraschen. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, weil die Gegner nicht reagieren oder denken oder machen oder tun. Die sind relativ simpel. Auch das wieder ein Punkt. Ja, so schwer ist das gar nicht. Man muss nur gucken. Oh.
die Geräusche. Finde ich spontan gut. Irgendwie mag ich das, genau wie bei, stimmt, bei Turok 2 gab es das ja auch im Lair of the Blind Ones, in der Höhle des Blinden oder der Blinden, heißt das ja auf Deutsch. Obwohl der Endgegner ja, glaube ich, der Blinde ist. Also irgendwie ist das alles ein bisschen verwirrend. Auch hier wieder schön gemacht. Auch ein wenig. Das finde ich zum Beispiel, wir spielen es offline, ja? Das ist also die. Ein Weg ist voraus. Tut mir leid, aber bei allem, was recht ist, liebe Entwickler, das hätte man auch ein bisschen dezenter machen können, wie, keine Ahnung, hier hängt einer nicht über die Klippe, sondern der hängt hier drauf oder so. Aber eine orangene Nachricht mitten auf den Weg zu knallen, ich weiß ja nicht. So, jetzt kommt auf jeden Fall was, das könnte echt aufs Maul geben. Wir versuchen es mal ohne irgendwelche Zauberei. Hier haben wir es wieder mit einem Großen zu tun. Zack. Eigentlich wollte ich mich zurückrollen. Keine Rückhand, finde ich immer prickelnd. Oh oh. Kommt jetzt wieder die Scheiße. Nee, diesmal. Ja, ihr habt es begriffen. Runterrollen möchte man hier nicht. Ich denke mal, das muss ich jetzt nicht erklären, warum. Aber für die ganz Harten, hier geht's weit runter. Und hier muss man wieder aufpassen, weil es doch selbst auf dem. Gibt's da was Feines? Okay, dann lassen wir einfach mal. In Ruhe. Das ist einer von diesen Mondlicht-Butterfliegen, wie wir sie schon am Anfang platt gemacht haben im Wald, genau, bei der Ruine. Allerdings, ja, wir kommen an das Missfino sehr, sehr schwer ran. Ich weiß auch nicht, ob sich's absetzt oder wie das programmiert ist. Auf jeden Fall können wir hier richtig auf die Schnauze kriegen. Ich habe mich auch mit denen selten angelegt, es sei denn mit einem Fernkämpfer oder einem Zauberer oder sowas, dann kann man sich sagen, komm her, du Wurst. Für Otto Normal würde ich das allerdings komplett nicht empfehlen. So, hier können wir irgendwo runter. Da, genau. Das heißt, wenn wir runterspringen und dann haben wir da, wenn es gut läuft, haben wir da ein paar Eidechsen aufs Maul. Wenn es schlecht läuft, nein, dann nicht. Oh. Und mit unserem auf 15 aufgepowerten Speer haben wir die Viecher hier mit zweimal anpieken nur klein gekriegt. Beziehungsweise einen davon. Auch hier wieder die Nachricht. Da unten scheint es aber echt nichts zu geben. Ich würde sagen, wir rennen einfach mal hier weiter. Ja, aber von der Idee finde ich es gar nicht mal so schlecht, über irgendwelche nicht sichtbaren Dinger zu tänzeln. Das ist mal was Neues und ja, Son hat auch einen gewissen Nervenkitzel, aber nicht einen Nervenkitzel. Okay, wir klauen einfach nur die 10.000 Mark und gehen einfach weiter. Tschüss. Juckt den nicht, ist in Ordnung. So, jetzt kommt wieder auch so eine Stelle, die übel werden kann. Wir haben zum Beispiel auch wieder, ich habe es schon, glaube ich, einmal erwähnt oder zweimal. Wir haben keine Rüstung. Hier werden wir sehr viel rüsten für den Angriff. Oh, hier wäre, glaube ich, der. Ja, da drüben sitzt mich die nächste gerade. Wir scheißen auf den Ring und geben uns den Nebel des Krieges. Dann sieht uns nämlich keiner. Hoffentlich. Weil die haben wahrscheinlich. Die haben doch keine Augen im Kopf. Aber ich meine, ich habe den Kampf gegen diese. Okay.
Es hört uns aber. Gegen die zu kämpfen ist... kann richtig übel werden. Gegen mehrere will man dreimal nicht ran. Und die geben Funkeltitanit und auch die Läuterungssteine. Und sie haben hier kristallisierte Schädel in ihrem Inneren. Also sind die im Englischen nicht irgendwie Man-Eater? Also Menschenfresser, Muscheln? Ich weiß es nicht. Andererseits muss man ja, glaube ich, auch in jedem Rollenspiel, in dem es Ogre gibt, die müssen wir ja dann auch Menschenfresser nennen. Oder heißt das nicht? War Ogre nicht Menschenfresser? Ich weiß es nicht. Oder grausam oder schrecklich oder so? Oh oh. Glück gehabt. Das... Okay, aber jeder Piekser, okay. Wir haben eventuell gleich ein Problem. Die Mistsau lebt immer noch. Junge, Junge. Aua machen tun die. Aber das mache ich nur ein einziges Mal. Das nächste Mal ist da hinten nämlich ein Tor, ein Nebeltürchen. Ja, und das nächste Mal werde ich einfach nur durchlaufen. Da bin ich doch schlauer. Hinterlässt nichts. Gierschlund, im wahrsten Sinne des Wortes. Na komm ran. Was? Gekonnt ausgewichen? Die können dann auch irgendwie schnappen. Habe ich nicht oft gesehen, aber ich meine, das sollten wir verhindern. Ist nur so eine Idee, aber ich glaube, das wäre ziemlich schlecht. So. Und jetzt geht's uns an den Kragen, wahrscheinlich. Oh, wir haben die Dings gar nicht drin. Das finde ich auch gut. Doch, haben wir. Okay. Wir brauchen aber die Hulasil Elfenbeinbeschleunigerin. Shit. Wir haben den Fluchbissring vergessen. Nein, nein, nicht. Da ist er. Der Grund wird gleich ersichtlich. Wir wollen allerdings zum altertümlichen... Denn ich glaube... Na, falsch. Ich glaube, nichts ist besser, was die... Obwohl, die schmutzige Klamotte, glaube ich, ist besser gegen Fluch, oder? Wo sind wir? Rechts unten. Altertümlich ist noch besser. Okay. Na, wenn die das sagen. Jetzt müsste auf jeden Fall die Fluchleiste sehr hoch sein. Das heißt, wir haben jetzt auch mehr Trefferpunkte. Ring der Sonnenprinzessin. Ja, dass die Geschichte hier mehr bringt. Wir müssen aber... müssen... Okay, ich... Cutscene. Halt einfach mal den Mund. Gott, sind wir hässlich. Ist das der Urkristall? Kann nicht sein. Jetzt gibt's Haue. Oh, oh, er ist ganz blau und weiß. So, du Wurst, komm her. Also, bin ich dumm? Was tue ich denn? So, Trick hierbei ist wichtig. Oh, oh. Ach komm, soll das doch gerade selber zerstören. Jetzt habe ich den Trick schon verraten. Man kann ihn das Ganze machen lassen.
Oh oh. Was ist das? Okay. Zweihundertsiebzigtausend Seelen. Und ich habe wieder beschissen. Ich habe lecker Essos getrunken. Und die Heilung ist immer noch da. Und es ist mir scheißegal. Richtig. Da werden jetzt wieder hier anlaufen können. Antanzen wie so ein Idiot. Aber irgendwann ist auch mal gut. Mit auf die Fresse kriegen. Und jetzt bin ich dran. Und gebe auf die Fresse. So ist schön. Ja. Was haben wir jetzt gewonnen? Hartstallring. Hier kommen wir wieder zur. Das war Seath, der Schuppenlose. Ein dreckiger Verräter, der sich an seinen Drachenbrüdern vergangen hat, ihnen in den Rücken gestochen und sie sind alle am Arsch, weil diese Ratte sich gegen seine eigene Art gestellt hat. Und das mag man natürlich nicht. Das mag niemand. Oh, wir können zwar mal aufleveln. Jetzt ist die Frage Intelligenz, dass wir uns die Kristallwaffe irgendwann holen und richtig aufs Maul hauen. Oder wir gehen auf Stärke. Oder wir treiben das erstmal auf 4. Oder wie Wirklichkeit, ich weiß es nicht. Aber man sieht schon rechts, die Waffe, zwei Level bringen genau einen Punkt Schaden. Ich glaube, da wird das schon mit reingerechnet. Also kann man sich das eigentlich schenken. Hier hat er zum Beispiel gar keinen Bonus für die Waffe. Genau, das können wir Spaß aber mal gucken. Ich rüste mal die... den Drachentöterspeer aus, genau. Zweihändig. So, jetzt eben auch den richtigen Schaden. Und wenn wir jetzt auf Wille gehen, man sieht, aha, Beweglichkeit spielt auch hier wieder gar keine Rolle, aber so bekommen wir zumindest jeweils zwei Punkte obendrauf. Wille ist also... was hier wirklich was bringt. Und das würde sogar momentan noch mehr bringen, dass man Stärke hochtreibt. Obwohl Stärke eigentlich, glaube ich... mir ist es wurscht, wir haben Wille hoch. Das will ich jetzt ganz gerne wissen. Warum ist Stärke noch besser, obwohl es auf... skaliert es nicht auf C. Das müsste eigentlich weniger bringen, aber es bringt mehr. Also kann man sagen, die unteren Werte... je niedriger... oh ne, am Anfang bringt es einen größeren Bonus, nach oben nimmt es dann wohl ab. Das ist also so eine Art beschränktes Wachstum. Ab einem gewissen Punkt, so Richtung 40, wird es immer weniger. Oder vielleicht sogar, wie nennt man das nochmal? Es tangiert gegen 40 oder sowas. Oder von mir aus gegen 50. Das heißt, die letzten paar Schritte, die sind dann wirklich, die sind ein Witz. Also zwischen 40 und 99 ist wahrscheinlich, das kann man sich an einer Hand abzählen, was das an Bonus bringt. Andererseits bringt es eben wohl ein wenig mehr, wenn man die Stärke von 11 auf 12 auf 13 oder 14 hochtreibt. Als von 40 auf 50. Wissen Sie, ja, gut. Also, das wissen wir jetzt auch. Macht ein bisschen mehr Schaden. Wir lassen ihn einfach mal spaßhalber ausgerüstet. Denn ich bin hiermit jetzt fertig und wir lesen die Beschreibung der Seele, die wir eingesackt haben. Wo ist sie hier? Fürstenseelenscherbe. Interessant. Das eine ist eine ganze Seele, das ist nur eine Scherbe. Seele von Seath, dem Schuppenlosen. Dieses Fürstenseelenfragment wurde zu Beginn des Zeitalters des Feuers entdeckt. Seath hatte sich mit Fürst Gwyn gegen die Drachen verbündet und dafür den Adelstitel eines Herzogs und das Fragment einer großen Seele erhalten. Es ist nur ein Bruchstück, sättigt aber dennoch das Herrschergefäß. Wieso kriegt er eine ganze? Ist groß genug? Interessant eigentlich, oder? Das heißt, der kriegt hier gerade so einen Fetzen und der andere kriegt eine komplette Seele, eine komplette Herrscherseele. Aber vielleicht hat er deswegen nur... Scheiße, wann hat er... ich muss mal das Video gucken, das würde mich mal interessieren. Warum hat er
Aber hier war doch der komische Urkristall. Hat er vielleicht deswegen, weil er den Urkristall schon hat, nur ein Bruchstück bekommen und der andere bekommt ein komplettes Ding, damit es ausgeglichen ist oder was? Oder wie? Oder wer? Oder was? Oder was? Oder wie? Gut, wir sind hier fertig. Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt wird es richtig widerlich. Wir waren in den tiefen Katakomben. Nidor ist tot. Der Wicht ist tot. Archiv des Herzogs ist damit durch. Das können wir machen. Wir könnten nochmal in Anor'londo ein bisschen Terror machen. Da können wir Gwendolyn umnieten. Und damit ist dann Anor'londo gar nicht mehr so hübsch. Dann ist es nämlich ein bisschen düster. Das wäre eine Möglichkeit. Was man auch machen könnte, ist, man könnte die. Ah, gewartet. Ariamis brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Die Alte lassen wir einfach mal stehen mit ihrer Sense. Brauchen wir nicht. Natürlich die zwei Arschgeigen in Ulacil, der Kalamit und der Manus. Die zwei warten ja alle noch auf eine Tracht Prügel, beziehungsweise darauf, dass sie uns wieder verhauen können. Und ansonsten haben wir leider nur noch die vier Könige. Und das wird richtig übel. Ich würde sagen, wir teleportieren uns schon mal grob in die Richtung hier. Denn es geht wohl gegen Gwendolyn zur Sache. Alles andere. Ich muss nochmal nachgucken, ob der Ring jetzt noch funktioniert. Nicht, dass wir die jetzt umholzen und dann geht's hier nicht weiter. Beziehungsweise da haben wir unseren Ring verspielt. Man wird sehen. Ja, das auf jeden Fall war es für diese Folge. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.